war in Herzogenaurach in der Realschule, in der 10. Klasse. Da mussten wir so Abschlussreferat halten und alle durften ein Thema aussuchen. Und der Lehrer hat mit dem Finger auf mich gezeigt und gesagt, du bist der Bauer, du machst was über Landwirtschaft. Und dann wollte ich über Landwirtschaft, also über normale Landwirtschaft eigentlich nichts machen, weil mir das irgendwie nicht besonders genug war. Habe ich mir ein Buch gekauft über ökologische Landwirtschaft. Das war mal damals von einem Franzosen, der hieß Claude Aubert. Und der hat mich so überzeugt mit dem, was da in dem Buch stand, dass ich gesagt habe, damit ja, war ich 16 Jahren, so will ich Landwirtschaft machen. Ich bin der Gerhard Willner, komme aus Dutendorf. Das ist ein kleiner Ortsteil in der Gemeinde Vestenbergskreuth, ganz im Nordwesten vom Landkreis Erlangen-Höchstädt. Und wir sind hier auf meinem Bauernhof, welchen ich als Biolandbetrieb schon seit über 30 Jahren mit meiner Familie bewirtschafte. Ich bin gelernte Landwirtin, Kuhversteher und jetzt bin ich seit, ich glaube, 3 Jahren, sagen wir, Hobbykäserin aus Leidenschaft. Leider esse ich selber nicht so viel Käse, aber für meinen lieben Mann mache ich das. Und dann hat es sich so verbreitet, dass wir jetzt eine Käserei haben. Wir haben so 25, 30 Milchkühe und insgesamt 75 Tiere auf dem Hof. Die haben Charakter, wirklich Charakter. Also unsere Kühe haben auch Namen, aber die haben noch Spitznamen und vielleicht noch mal Spitznamen. Weil die sind so unglaublich verschieden und ich weiß nicht, ich rede mit denen halt früh am Morgen, um 5:30, da ist niemand, nur ich und Kühe. Das mag ich und das liebe ich. Und mit manchen kann ich sogar kuscheln. Nicht jeder darf das, nur ich. Die letzten Jahre in der Geschichte von unserem Hof, das war eigentlich auch alles ein bisschen dramatisch. Und zwar war es so, wir hatten einen Kuhstall, der ist 2021 im Januar ausgebrannt, für nichts mehr nutzbar. Wir müssen das Gebäude praktisch abreißen. Und weil halt unser Gebäude alt sind und wir halt irgendeinen Kompromiss finden mussten, haben wir die Milchviehhaltung relativ ins Freie verlegt und haben eigentlich als Stallgebäude nur noch eine Liegehalle, wo die Kühe liegen können, auf Stroh eingestreut. Und alles andere ist hier im Außenbereich. Und es hat sich halt so ergeben, dass unsere Gemeinde, die Gemeinde Vestenbergskreuth, hier genau einen Schaukelweg angelegt hat. Und dieser Schaukelweg, wir sind jetzt nicht am Schaukelweg, sondern der führt eigentlich fast mitten durch unseren Betrieb. Also auf jeder Seite vom Schaukelweg sind Anlagen von uns. Und dadurch, dass wir jetzt halt die Melkanlage so direkt am Schaukelweg haben, ist das alles sehr, sehr öffentlich. Also ich bin mehr so für Geburtstage zuständig. Na ja, da machen wir schon coole Sachen, sage ich. Zum Beispiel so ein Heuhupfburg. Das ist auch unser Highlight. Oder so Bauernhof-Olympiade. Ja, kommt einfach zu uns und lasst euch überraschen. Ich kann nur sagen, dass den Kindern das so sehr gefällt. Und also größere Kinder können sogar mit in den Melkstand. Und da können sie sogar Kühe melken. Ja, und ich weiß nicht, das ist toll. Die Kinder sind echt begeistert immer. Und dank meiner Frau haben wir jetzt angefangen, einen Teil unserer Milch direkt zu vermarkten, hauptsächlich in Form von Käse. Also es gibt verschiedene Käsesorten. Über die Produktpalette soll lieber mal Frau da sprechen, weil die macht das alles und die kennt sich da viel besser aus als ich. Ich bin eigentlich mehr dafür zuständig, die Milch zu produzieren und dann in die Käserei zu bringen. Und da endet dann mein Kontakt zur Milch. Alles andere macht meine Frau. Wir haben jetzt einen Automaten, einen Verkaufsautomaten und wir nennen das Biomat, weil das ist nicht einfach Regiomat, wo verschiedene Produkte sind. Das sind nur unsere Produkte, unsere Bioprodukte. Unsere Produkte kennen schon seit über 30 Jahren kein Chemie. Na? Also, und das schmeckt man einfach. Also, wir haben unser Highlight, das ist Grillkäse natürlich und Frischkäsebällchen in Öl. Was haben wir noch? Ach, Mozzarella-Sticks haben wir noch. Abgetropften Joghurt mit Himbeer. Und Himbeermarmelade mache ich natürlich selber. Mit viel Liebe und Leidenschaft. Landkreis für mich, was ist das? Oh, Menschen. Ja, auch unsere Menschen, die unsere Arbeit schätzen und die gern zu uns immer wieder kommen und sind von unserem Hof immer begeistert. Dass wir Landwirtschaft mit der Natur betreiben und nicht uns die Natur so zurechtbiegen, wie wir es brauchen.
Der erste Spruch, den ich dann gehört habe, wäre, du machst deinen Hof kaputt. Ja? Und ich war aber, wie gesagt, durch das, was ich da gelesen habe, ich war so überzeugt davon, dass es sicher war, das ist für mich der richtige Weg. Und da ich jetzt nur hier stehe nach 30 Jahren und immer noch den Hof habe, kann es nicht so falsch gewesen sein. Ja, der Landkreis ist für mich meine Heimat. Ja, das ist da, wo ich geboren bin, wo ich wohne und wo ich eigentlich ja gern bin.